Hallo, es ist soweit. Interessiert sich keiner für mich. Wir fliegen jetzt gleich nach China, genau. Yeah. Gestern Abend habe ich noch auf Instagram Bescheid gesagt, in der Insta-Story. Bitte schön. Oh, gut, Elisa, das muss Mami noch mitnehmen. Yeah. Elisa denkt auch an alles. Wir haben jetzt hoffentlich alles gepackt. Also, das hier ist jetzt der ganze Wust, der mitkommen wird. Genau, Elisa hat auch einen. Sie wollte unbedingt auch einen haben. Deswegen hat sie da jetzt ihre Wechselkleidung drin. Ja. Dann ist das hier... Das ist Claras. Claras, genau. Das ist auch Elisas. Das ist der Buggy. Dann die großen Koffer. Das sind die Jacken, die wir anziehen werden. Hier ist noch Johanns. Dann sind das die ganzen Schuhe, die wir gleich anziehen werden. Wir haben gestern noch mal Resteessen gemacht, damit alles wegkommt. Und ja, was soll ich sagen? Gleich kommt das Taxi. Ein Großraumtaxi haben wir bestellt. Und dann wird er abgeholt und dann geht es los. Oh mein Gott, wie aufregend! Familienrat! Ja, ja, ja. Du kleiner Schummi. So. Eine Mülleimer! Eine Mülleimer! Genau, ein Mülleimer! Da ist der Papa eben gerade noch rausgesprintet, um den Müll einzubringen. Ja, jetzt ist das. Oh, oh mein Gott! Gott. Ja. Müll rausbringen. Und Nancy hat sich eine halbe Stunde drüber lustig gemacht. Das, ja, das ist aber doof, wenn der Müll stehen hat. Warte. So. Was denn? Oh, guck mal! Oh ja! Der Mülleimer rein! Der Mülleimer ist da rein? Ja. Ja. Der Müllabfuhr ist ja immer sehr faszinierend für so kleine Kinder, ne? Für Nein, Johann und ja. Clara damals auch. So, wir müssen Familienrat warte, halten. Warte, warte, warte. Warte, warte, was denn? Und zwar fliegen wir jetzt gleich los. Warte, 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 Mami. Eine große Reise. Warte, warte, warte. Sie hat noch was zu sagen. Was möchtest du denn sagen? Eine Überraschung. Überraschung? Ja. Du hast eine Überraschung? Warte kurz. Warte kurz. Was ist das denn? Hat sie eine Überraschung für uns? Wahrscheinlich hat sie eine Überraschung für sich. Überraschung, das ist ihr Rucksack. Oh, ist das Rucksack? Auspacken. Nicht auspacken. Okay. So. Okay, jetzt aber. Wichtig, Johann, Clara. Also, Papi hat euch ja schon gestern gesagt, wir fliegen heute nach China. Mhm. Ihr habt euer Gepäck, darauf müsst ihr aufpassen. Ja. Mhm. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr immer bei Mami und Papi bleibt. Ganz, ganz wichtig. Okay? Ja. Dass wir euch nicht aus den Augen verlieren, dass ihr nicht irgendwo. Oh, das ist ja toll, da plötzlich seid ihr weg. Elisa. Ja. Denn wir haben ja auch noch Elisa und auf sie müssen wir auch aufpassen. Dieser kleine Wirbelwind, der hier schon die ganze Zeit rumläuft. Genau das meine ich. Also, wenn wir morgen losfahren. Was, morgen? Heute. Justus, sag mal, ernsthaft. Das ist Verdrängung. So, ihr habt ja eure Koffer dabei. Die sind extra so leicht, dass ihr die gut tragen könnt. Ja. Und ihr müsst wirklich aufpassen, dass sie nicht verloren geht. Weil ich muss natürlich auch Koffer dabei haben. Ja. Und Nancy passt die ganze Zeit auf Elisa auf, ja, und hat den Buggy dabei und sonst nur deinen Rucksack, ne? Und ihr müsst bei mir bleiben, einfach die ganze Zeit. Ja. Wenn es mal so sein sollte, keine Ahnung, dass ihr doch verloren geht, ja, dann lauft ihr nicht weg, ja, oder versucht uns da groß zu suchen, sondern ihr bleibt einfach genau da stehen, wo ihr seid, weil wenn wir merken, dass ihr verloren gegangen seid, dann gehen wir natürlich genau denselben Weg wieder zurück. Ja. Und wenn ihr dann irgendwo hingelaufen seid, weil ihr denkt, ihr habt euch mit uns da gesehen oder da gesehen oder da gesehen, dann ist das schlecht. Wenn es mal so sein sollte, dass ihr da lange wartet und Papi und Mami kommen nicht wieder, vielleicht weil das irgendwie, weil ihr doch verloren gegangen seid, haben Mami und Papi euch ja gestern die Karten gegeben. Ja? Dann zeigt ihr diese Karten jemanden, ja, der an euch vorbeigeht, und zeigt halt drauf, dass sie uns anrufen und da steht auch drauf, in welchem Hotel wir wohnen. Wie sagt ihr den Leuten, dass anrufen sollen? Hier, einmal raufklicken und dann so. Genau. Ja. Die Sprache, die jeder versteht. Ja, ja. Also es gibt vielleicht Leute, die dann denken, oh, was ist das denn für Leute? Ja, die laufen, gehen dann schnell weg. Aber es wird immer jemanden geben, der dann hilft. Ja, also brauche ich da keine Sorgen zu machen. Ansonsten war ein guter Tipp, glaube ich, in ein Geschäft zu gehen und da die Karte vorzuhalten, weil normalerweise in Geschäften die Verkäufer sind dann immer sehr nett. Aber ihr geht nicht verloren, keine Ahnung. Ja. Ja, und man muss alles bedenken. Und Elisa? Ich hätte gerne eine Leine für dich, Elisa. Elisa, du Frechdachs.
Du kleiner Frechdachs, mal gucken. Ich bin gespannt, ob sie im Flugzeug... Was ist das? Sie haben ja einen Flugblatt gemacht. Ich bin mal gespannt, ob sie im Flugzeug das gut durch mitmacht und mal gucken. Das kleine Ding hier, ne? Doch, aber du hast es ja perfekt geplant. Lisa, ne? Ich habe perfekt geplant. Also über Nacht. Das heißt, wir fliegen ja los. Wir fliegen über Nacht, aber ob wir dann auch alle schlafen, das weiß ich nicht. Ich habe mir übrigens gerade auch noch meine Serien runtergeladen auf Netflix, damit ich sie schauen kann. Was ist los, Clara? Eine kleine Kichererbse. Oha, Spänkchen hast du da drin, ganz viele. Oh, ja, die habe ich da rein. Elisa, willst du eine anziehen? Nee, sie hat die eben gerade, die ich hier angezogen habe, wieder irgendwo hingelegt. Jetzt, so viel dazu, dass sie immer verloren geht. Ja. Na gut, in einer halben Stunde kommt das Taxi, ihr Lieben. Genau, dann geht's los. Dann geht's los, so, schlag ein. Yeah, wir schaffen das. Elisa auch, einschlagen? Nein. Okay, gut. Mami, gibt es in China einen roten Panda? Einen roten Panda? Achso, diesen einen kleinen? Ja, ja, ich nicht. Wahrscheinlich nicht genau da, wo wir wohnen, aber irgendwo in China bestimmt. Das war jetzt Familienrat. Nochmal zu Hause. Gut. Wir verabschieden uns von unserem Zuhause. Tschüss. Tschüss. Zu Hause. Tschüss. Tschüss. Wir sind jetzt am Flughafen. Und Justus möchte unbedingt einmal zum Service Center, um zu fragen, ob ein Upgrade möglich ist. Warten wir erstmal ab. Ja. Nancy macht's ich habe keine Hoffnung, aber Justus möchte unbedingt einmal fragen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir stehen jetzt in der Schlange. Lisa sitzt schon im Buggy. Nee, der kommt mit ins Handgepäck. Lisa. Haben wir jetzt schon unsere anderen Koffer abgegeben? Lisa möchte einen Schnuller. Gib ihr doch einen. Ich glaube, sie ist schon müde. Ist auch schon Schlafenszeit, ne, Schnubbi? Und ihr beiden seid noch fit? Ja. Oder was macht ihr da gerade? Nichts. Aufgeregt? Ihr seid gar nicht aufgeregt. Doch. Nur Mami ist aufgeregt. Wir sind aufgeregt. Okay. Oh, wir sind dran. Oh. Okay, komm, mach mal so. Guck mal, ich jetzt essen Brot, gerade alle. Was für ein Burger, oder? Schlechter Zeitpunkt, um zu vloggen. Das ist immer so fies. Wir sind gut durch die Personenkontrolle gekommen. Bei uns hat es nicht gepiept. Es war aber eine riesig lange Schlange, also es war super voll. Wir haben, glaube ich, so eine halbe Stunde gebraucht, um da überhaupt durchzukommen. Jetzt stärken wir uns erstmal. Wir haben ja extra jetzt geplant, dass wir etwas früher hierher kommen, damit wir ganz in Ruhe essen können. Die Kinder haben sich Burger ausgesucht, es hat sich einen Salat ausgesucht. Ich habe mir noch gar nichts ausgesucht, ich habe keinen Hunger. Ich bin zu aufgeregt, dann esse ich auch immer nichts. Schmeckt der Burger, Clara? Dinkelburger. Dinkelburger. Schmeckt nicht, oder wie? Aber die Pommes sehen ganz gut aus, so dick. Ich guck mal gleich, ob es noch was Leichtes gibt. Ich habe hier eben Austern gesehen. Ja, aber ich weiß, trau mich nicht. Nicht, dass ich doch noch Magenprobleme kriege. Also hier oben im Restaurantbereich ist es ziemlich leer. Ich bin fast allein. Unten tummelt sich alles. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? 2 Stunden? Nee, nicht mehr ganz. Achso, Upgrade hat nicht geklappt. Also ich wusste auch echt nicht Bescheid. Ne? Also ja, keiner wusste, wo wir hin müssen, um nach einem Upgrade zu fragen. Also jetzt ist es so, da wir ja nur das Upgrade für ab Frankfurt brauchen, werden wir in Frankfurt am Gate direkt fragen. Da bin ich mal gespannt. Warte kurz, ja. Also Plätze gibt es wohl noch genug, aber mal gucken, ob das dann auch preislich stimmt. Na Justus, Justus hat große Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung. Den Kindern ist das eh egal. Ja, den Kindern wird es nachher nicht egal sein, ob sie hinlegen können oder nicht. 12 Stunden. In der Nacht. Ach. Aber die haben ja schon durchsteigen lassen, dass der gar nicht so besetzt ist. Ja, die Business Class ist nicht besetzt. Ja, und die Ökonomie ist auch noch nicht. Aber ich habe hier schon ganz viele Chinesen gesehen, die fliegen bestimmt alle mit uns. Mami? Müssen wir auch im Flugzeug schlafen? Ja, wir fliegen so lange, dass wir ja auch dann da schlafen. Hm. Über Nacht. Nee. Ach, wie aufregend. Ihr habt euch hoffentlich genug Filme runtergeladen vorher. Ich habe hier 4 Filme runtergeladen. Du hast dich 4 runtergeladen, sehr gut. Ich 3. Und da an Bord gibt es ja auch nochmal Filme zu gucken. Oh, Justus,
Das ist so schlimm. Justus ist nämlich so ein Popler. Ich bin kein Popler. Doch, du bist ein Popler. Guck mal, das ist meine Tochter. Das war der Burger und das ist alles, was rausgepopelt wurde. Das finde ich ganz schlimm. Das würde ich gerne essen, aber das kriegen die Kinder nicht im Mund. So ein Etepetete-Popler. Das Schlimmste ist eigentlich, dass sie sich ja nicht ihre Finger an meiner Hose abwischen. Nee, nicht da abwischen. Da fahrt sie. Wir sind noch nicht losgeflogen. Stimmt, Justus hat ja so ein bisschen damit. Elisa ist hier neben mir, schummelt schon so ein bisschen. Süße Maus. Ja. Also bisher ist alles gelungen. Hat alles geklappt. Toll, 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 dass es weiterhin so gut läuft. Es war irgendwie sehr gut, weil sie hat eben schon im Buggy geschlafen. Und jetzt ist der Buggy da oben drin bei Justus im Handgepäck. Achso. Bist du müde, Elisa? Elisa hat sich versteckt. Also komm mal her, mein Schatz. Wir sind jetzt übrigens in Frankfurt gelandet, ja? Und Justus hat all seine Hoffnung gesetzt in das Last-Minute-Upgrade. Und? Erzähl! Ja, ja und 1000 Euro pro Person. Also, es gibt kein Last-Minute-Upgrade. Super Schnapper! Also. Was soll denn das? Ich dachte, es gibt da irgendwie ein Upgrade, was man dann kurz vorher, wenn wir Plätze vorher haben, kann man das buchen. Ja, kurz kannst du jetzt noch buchen, 1000 Euro pro Person. Ja, aber dann hätte ich es ja von Anfang an für 1000 Euro gebucht. Also offensichtlich existiert das leider bei uns nicht. Es scheint ein Gerücht zu sein, das tut mir leid. Aber es haben so viele wirklich darüber erzählt, aber es gibt es einfach nicht. Also es kostet genauso viel, beziehungsweise es ist jetzt sogar noch teurer, als ich davor geguckt hatte. Tja, also fahren wir nach wie vor Holzklasse und ich freue mich auf die Holzklasse. Hä? Willst du essen? Ja. Noch ein bisschen Zwischensnack. Wollen wir sowieso mal gucken, obwohl wir haben nicht mehr so viel Zeit. Halbe Stunde noch, dann geht's Kuckuck. Los. Guck, guck, in den richtig großen Flieger. Mein Flugzeug. Für sehr, sehr lang. Mein Flugzeug. Der Flug scheint nicht so voll zu sein, also zumindest sitzen jetzt noch nicht so viele Leute hier am Gate. Mal gucken, wie es gleich wird, weil der Flug hierher von Hamburg nach Frankfurt war komplett voll. Es war kein Platz mehr frei. Neben mir saß auch ein fremder Mann. Ich mag sowas ja nicht. Ich mag nur meinen eigenen Mann. Ich hoffe mal, dass da wirklich noch ein paar Plätze frei bleiben, die Bank, die ich gebucht habe. Daumen drücken heißt es jetzt. Jetzt können wir noch ein bisschen gucken. Guck mal, das ist so ein richtig großer, ne? Das ist doch so ein großer hier. Hier sind die richtig großen Brummer. Da hinten, das ist so ein richtig großer, ich glaube, der weiß ich jetzt gar nicht, ob der auch so ein ganz großer ist oder eher so ein kleiner. Elisa guckt auch. Elisa, ist es noch schön, was wir hier machen? Ja. Macht dir Spaß? Flugzeug fliegen? Ja. Ist ganz gut, ne? Da ist ein Riesenflugzeug, genau. Wir sitzen gleich auch in sowas drin. Und tatsächlich wurden wir jetzt auch immer gefragt nach diesem Buggy, ne? Also ob das wirklich der ist, den ich gekauft habe, den verlinke ich nochmal unten. Ich habe extra gesagt, ist das ein Juju? Ja, genau. Ob es wirklich der ist, der nur der darf wirklich mit ins Handgepäck. Total krass. Vielen, vielen Dank dafür nochmal an die Community für diesen tollen Tipp. Justus, das ist so traurig, ne? Justus hat... Aber selbst ihm vom Service haben wir gesagt, ja, also jetzt direkt am Schalter gibt es dann wirklich die Last-Minute-Upgrades für super günstig. Super günstig, sag ich ja. Wahrscheinlich wissen die auch nicht. Justus, ich glaube, die arbeiten hier und wissen, naja, was also sie tun. Die anderen drei Schalter wussten auch nicht, wie es geht. Justus, finde dich damit ab, mein Schatz. Er kann es nicht lassen. Aber ich verstehe, dass Justus wollte es unbedingt für uns. Es sind ganz viele Plätze frei. Es sind ganz viele Plätze frei. Ja, dann besorgen wir uns sofort eine Bank. Weißt du, nachdem die Anschnallzeichen weg sind, dann gucken wir sofort, wo ist was frei? Und dann legen wir uns dahin, so komplett längs. Muss man echt so machen. Das ist ein Trick der Chinesen. Oder ich lege überall meine Unterhosen hin. Dann halten die alle Abstand. Nun ist es so. Das optimiert. Ich finde es nicht schlimm. Meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Dies ist eine kurze Information für alle unsere Gäste. Wir buchen nach Namen Jiggy.
haben heute noch in der Premium Economy Klasse sowie auch in der Business Klasse einige Plätze für Sie übrig. Wenn Sie an einem Upgrade interessiert sind, dürfen Sie sich gerne an uns wenden. Die Preise hierfür sind 400 Euro für ein Upgrade von der Economy in die Premium Economy, 1000 Euro pro Person für ein Upgrade von der Economy in die Business. Ist das teurer? Wenn Sie bereits in der Premium Economy sitzen und in die Business Upgrade möchten, kostet Sie das 800 Euro. Wenn Sie interessiert sind, kommen Sie gerne zu uns zum Schalter B26. Wir brauchen Ihre Kreditkarte für den Upgrade. So, if you are interested in an upgrade, you und bist du interested? I'm not interested for 5000 Euro. So viel kostet noch nicht mal unsere komplette Reise. Wir sind jetzt im Flugzeug. Und ich wollte noch mal sagen, Nancys Plan, sich über die vielen freien Sitzplätze zu legen, der scheint wohl nicht aufzugehen. Na, wir müssen abwarten. Halb China befindet sich. Es fühlt sich jetzt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht mal eine Reihe oder so frei bleibt. Ich habe das doch schon gesagt, wenn die Anschnallzeichen weggehen, dann muss er der Erste sein, der auf Luft stürmt. Fliegen die Fäuste. Guck mal, Johann und Clara habe ich so gebucht, dass sie sich beide so zusammen haben und sonst niemand neben sich. Ich glaube, das ist ganz gut. Warte mal, vielleicht sitzt hier noch einer. Ja, und zwar habe ich ja diese Reihe gebucht, nur diesen Platz hier nicht. Ja. Da darf sich niemand hinsetzen, bitte. Der ist doppelt so groß wie ich. Ja, es ist ein bisschen aufregend gerade. Aber hier gibt es schon mal überall diese Bildschirme und USB-Anschlüsse und Kopfhöreranschlüsse. Also das ist schon mal top. Das heißt, ich kann gleich meine Serie gucken. Alles gut? Ja. Ist gemütlich. Wir haben hier sogar Kissen und Decken. Und ärgerlich, mir ist gerade ein Nagel abgebrochen. Ich habe extra Nagelsachen mit, aber nicht im Handgepäck. Aber wenn wir da sind, das Erste, was ich mache, erstmal Nagel wegfallen. Das ist so schlimm. Du besetzt jetzt schon diesen Platz, Justus, der dir nicht gebührt. Essen ist da. Ich hatte ja extra für Justus etwas bestellt. Das ist extrem gut gewürzt. Und das ist extra Kinderessen, was ich bestellt habe für die Kinder. Das ist jetzt Nudeln. Ja. Dann gab es noch Brot. Brötchen gibt es da. Und das ist irgendwie Nachtisch, Wackelpudding. Und so ein Rollmops oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Erstmal Brötchen essen. Ich glaube, Elisa möchte nicht. Salami gehört es hier. Fängt sich gut an. Mein normales Essen ist jetzt auch da. Natürlich mit Stäbchen. Und das ist ein Schwein mit Reis und Gemüse. Das werde ich gleich weitergeben, weil ich Apfel nicht essen kann. Dann gibt es noch einen Salat mit Dressing. Und die Soße ist wahrscheinlich dafür. Da habe ich mir noch einen Tomatensaft bestellt. Und der Nachtisch ist von Justus. War lecker? Ja, sehr lecker. Vielen lieben Dank, Herr Schatz. Also wir haben jetzt 22.17 Uhr nach deutscher Zeit. Es ist spät. Es wurden hier schon die ganzen Lichter ausgemacht. Und man kann sie sich nur noch einzeln anmachen. Ich habe mir selber angemacht, damit ich hier einfach noch ein bisschen vloggen kann. Lisa ist schön eingekuschelt, sie schläft aber noch nicht. Sie guckt noch ein bisschen. Boss Baby, wer hätte das gedacht? Der Johann ist jetzt rübergerutscht, wir haben Glück gehabt. Also eigentlich wäre der Platz besetzt gewesen, aber der nette Mann hat einfach gesagt, er setzt sich einfach woanders hin, damit wir die Bank für uns haben. Und dann hatten wir sie für uns und er sitzt nicht mehr auf seinem Platz, weil sein Bildschirm nicht funktioniert. Ich habe mir das schon ein bisschen gemütlicher gemacht mit Nackenhörnchen und so. Ich glaube, jetzt werden wir langsam eingeschlummert. Also ich merke schon, dass die Beine so langsam schwer werden. Es tut aber echt gut, wenn man sich mal ab und zu hinstellt und dann ein bisschen die Beine ausstreckt und einmal hier rumläuft. Das sollte man tatsächlich machen, so wie der Mann ist. Ja, gut, wir versuchen jetzt zu schlafen und mal gucken, wie die Nacht wird. Ob man so im Sitzen schlafen kann mit Nackenhörnchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir fliegen jetzt noch 2 Stunden, dann landen wir in China. Und mal kurz zeigen, wie das im Moment aussieht. Elisa.
mit Clara. Sie hat es am besten, denn sie liegt alleine auf zwei Sitzen. Ja, ich habe gar nicht geschlafen. Es war sehr ungemütlich. Und jetzt kommt gerade Frühstück, das zeige ich dir jetzt gleich noch. Wie hast du denn geschlafen? Ich habe nicht geschlafen. Hast nicht geschlafen? Jetzt gucken, wie ich keine anderen Menschen aufkriege. So. Du hast nicht, doch, du hast geschlafen, länger als ich. Nein, ich hab die Augen zugemacht. In der Hoffnung einzuschlafen. Ich hab geklappt. So konnte ich nicht schlafen. Ist auch sehr eng. Also man sagt ja, wenn man dann da ist, also in China, dann soll man sofort nach der Uhrzeit leben. Das heißt, wir kommen da um 11 Uhr morgens an, dann müssen wir komplett den Tag durch Party machen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Party, Justus. Viel Kaffee, ja. So wie Nacht. Das war echt. Nur, das ist nicht schön. Es ist Urlaub, aber es fühlt sich an wie Nacht. Ja, es ist eigentlich Urlaub. Komisch. Streck dich, mein Schatz. Ich bin auch hier so ein bisschen gelaufen. Ich zeig dir mal kurz unsere Beinfreiheit. Also, wir sind ja noch kleine Menschen, aber ja, für große Menschen klein, wird das ein bisschen. Sehr eng. Johann, zeig mal, was du zuerst bekommen hast zum Frühstück. Ei mit so Art Erbsen, hier Erbsen und Käse. Und es war auch nicht so lecker. Okay. Das ist mein Essen. Ein Würstchen und Ei, glaube ich. Ein Kaffee. Yeah. Ja, das ist das Frühstück mit Ei, ein Würstchen und ich glaube, das ist Spinat. Und dann gibt es noch ein Joghurt und noch ein Brötchen. Da freut sich bestimmt der Justus. Da habe ich hier noch einen Orangensaft und ein Wasser genommen. Wir sitzen jetzt im Taxi Richtung Hotel. Es hat alles geklappt, Justus. Ja, unser Koffer war die allerletzte. Genau, Justus stand da schon und hat schon Anfälle bekommen, so, wann kommt mein Koffer? Es kam alles, wir haben alle Koffer, wir haben alle Kinder hinten drin und jetzt geht's los. Wir werden als nächstes China erkunden. Ja, klasse ist ja, dass hier der Frühling schon ganz weit fortgeschritten ist. Ja, die Bäume blühen schon, es ist total schön hier, das, was wir schon gesehen haben. Und wir werden jetzt aber die nächsten Tage hier richtig einmal rumlaufen und alles uns anschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.